So, das ist jetzt eine Rispenhortensie, die ist saftig grün, trotz Trockenheit drumherum. Das ist der Vorteil, wenn wir hier natürlich täglich bewässern können. Und wie gesagt, sehr wassersparend, indem wir alles auffangen, was die Pflanze nicht braucht. Und diese Pflanzen sind in Kürze, blühen die. Und so haben Sie also auch in den nächsten Wochen bei uns blühende Rispenhortensie, denn in Ihrem Garten wird nicht mehr so viel blühen. Ich stehe jetzt hier in den blühenden Buddleia-Pflanzen, die Sie in den nächsten Wochen und Monaten eigentlich bei uns kaufen können. In der Hand habe ich eine kleinwüchsige Butz-Sorte. Hier sehen Sie nochmal ein frisch getopftes Quartier mit den niederen Butz, neuen Buddleiensorten. Die werden alle nur so circa einen Meter hoch. Und die kultivieren wir jetzt hauptsächlich, dass sie noch so viel wachsen, dass sie im nächsten Frühjahr verkauft werden können. Buddleien sind ja insgesamt eines der wichtigen Gehölze für Schmetterlinge. So, und jetzt sehen Sie unser Rosen-Containerfeld. Wir brauchen natürlich auch in den nächsten Wochen blühende Pflanzen. Und damit uns das gelingt, schneiden wir die jetzt mit einer Spezialheckenschere runter und kultivieren die neu, sodass wir also auch im September, Oktober noch blühende Pflanzen haben. Wir sind jetzt in der Sprühnebelvermehrung. Ganz kurz zeigen wir die nachher auch noch. Aber Sie sehen hier, Rosenstecklinge, da ist fast jedes Stück gewachsen. Wir haben da Spezialisten und wir haben auch spezial kultivierte Mutterpflanzen dafür, wo wir das Stecklingsmaterial kultivieren. Und das sieht man hier, wenn die anfangen unten durchzuwurzeln, dann topfen wir die um in größere Töpfe. Denn das Wichtige ist, dass die mindestens eine Saison lang über Winter geschützt und dann eine Saison lang bei uns im Freien abgehärtet werden, damit sie richtig frosthart sind, wenn sie bei Ihnen in den Garten kommen. Im Hintergrund sehen Sie, das sind unsere Mutterpflanzen. Von denen, da machen wir uns viel Mühe, ist ein großes Sortiment von fast 100 Sorten. Da kultivieren wir das Holz das ganze Jahr so schädlingsfrei und wüchsig, dass wir gute Anwachserfolge und gesunde Jungpflanzen kriegen. Jetzt sind wir bei den durch Stecklinge vermehrten Strauchrosen. Jetzt topft Herr Wisberg mal eine aus. Hier sehen wir ganz deutlich, wie schon schön die neuen Faserwurzeln kommen. Nach drei Wochen. Ja, und im nächsten Frühjahr gibt es eine Bombenverkaufsware. Aber da brauchen wir nicht viel heizen. Die kommen eigentlich fast ohne Heizung über den Winter. So, jetzt stehen wir in einem Gewächshaus mit Solitärrosen. Das sind 10 Liter, in 10 Liter getopfte Rosen. Das ist die Sorte Schneewittchen, nein, falsch. Kätchen von Heilbronn. Die Sorte Kätchen von Heilbronn. Und das gibt im nächsten Jahr so 1 Meter bis 1,20 Meter hohe, wunderschöne, frühblühende Solitärrosen. Sie können jetzt auch wunderschöne farbige Gehölze pflanzen, zum Beispiel ein ganzes Sortiment von buntlaubigen Physiocarpus, zum Beispiel die Sorte Angel Gold. Und dann haben wir auch noch zwei andere Sorten. Das ist die Sorte Physiocarpus Lady in Red. Und ganz im Hintergrund die Sorte Diabolo. So, jetzt sind wir in einem Gewächshaus mit einigen tausend japanischen Ahorn. Sie sehen sehr schöne gelbblättrige Sorten und auch rotblättrige und buntblättrige und natürlich auch Stämmchen. Die sind sehr beliebt. Die sind zwar auch rot, sind aber vor kurzem zurückgeschnitten. Hier kommt schon wieder der rote Austrieb. Bei dieser Sorte, da ist zu sehen, was das im nächsten Jahr geben wird.
Und hier kommt nochmal ein Satz, der schon länger zurückgeschnitten, der treibt es auch schon wieder. So, jetzt stehen wir in einem Haus mit Gartenhibiskus. Das ist der Roseneibisch. Sie sehen hier, das sind gefüllte neue französische Sorten. Die gibt es in Rosa, in Blauton und in Weiß. Das sieht man deutlich, die Blüten sind gefüllt und das ist eigentlich was Wunderschönes und was Neues. So, jetzt stehen wir in einem Quartier mit Obstbäumen. Die neue Entwicklung geht ja auf Säulenobst und Zwergobst. Also so, dass man auch auf dem Balkon bzw. in kleinen Gärten mehrere Sorten machen kann. Sie sehen, die sind ganz gesund und tragen schon ganz früh und sind die meisten Sorten sehr wohlschmeckend. Schauen Sie mal das an, was Sie da im ersten Jahr schon ernten können. Das ist die Sorte Red Cats. Red Cats. Also auch eine Säulenobstsorte. Auch Zwergpfirsiche haben wir hier. Das ist was ganz Schönes im Frühjahr. Die blühen ganz früh und die kann man über Jahre auch auf dem Balkon in großen Gefäßen halten. Also hier stehen wir auch nochmal bei Zwergobst. Das sind Aprikosen, das gibt auch Zwergpfirsiche und Zwergäpfel. Die werden höchstens 2 Meter groß. Und hier zum Beispiel auch 2 Zwergbirnen. Die werden auch nicht sehr hoch. Gibt es nicht auch Sorten, die ein bisschen stärker wachsen sind?